Oh, haben wir uns jetzt wieder gefangen? Ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht waren wir da auch wieder nur am Ende. Ich weiß das jetzt nicht. Aber es sah schon sehr, sehr hakelig aus. Und ich wollte jetzt ungern, dass das Spiel sich aufhängt oder abstürzt. Das wäre natürlich wirklich, wirklich böse gewesen. Naja, was heißt wirklich, wirklich böse gewesen? Es wäre halt ärgerlich gewesen. Denn meist ist es ja so mit... Ich nehme ja mit Afterburner auf und meist ist das ja so, wenn das Spiel abschmiert, dann ist die Aufnahme kaputt. Es gibt bei Afterburner immerhin noch die Möglichkeit, die Aufnahme wieder zu reparieren, was meist auch gelingt, aber was eben keine Garantie ist. Oh Gott, schwarzes Gewässer, das ist ja gar nichts für mich. Und schon gar nicht bei Nacht. Oh, ich weiß, mein Kleiner, du hast Hunger. Er sieht auch so ein bisschen leidend aus. Oder sie. Wir sind ja eine sie. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht genau, wie weit das geht. Aber wenn man später erwachsen ist, für den Fall, dass man dann auch selber Junge bekommen kann, dann ist man selber ja genauso eine schlechte Mutter, wie wir sie haben. Das wird ja immer weitergegeben. Wie furchtbar. Wie furchtbar. So schrecklich. Das wäre mal interessant zu wissen, ob das später möglich sein wird. Das würde ich ja eigentlich ziemlich cool finden. Und dann vielleicht auch irgendwie mit den Abkömmlingen dann weiterspielen. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. So ein bisschen Shelter-Niveau. Na gut, ich schwimme hier jetzt einfach mal rüber. Schwimm, 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 schwimm. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Ist das hier wieder ein Artgenosse? Offenbar nicht. Doch, das war einer. Aber wir konnten unseren... Wir konnten doch vorhin den Artgenossen nicht angreifen. Deswegen habe ich mich jetzt sicher gefühlt. Wie gemein ist das denn? Na, das werde ich jetzt aber auch weiterhin probieren. So eine Frechheit. Also wirklich. Ich bin fassungslos. Wir hatten das doch extra probiert am Anfang. Oder habe ich den einfach nicht richtig getroffen? War ich zu doof? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher, muss ich gestehen. Ja, also irgendwie zielgerichtete Bewegungen sind schwierig. Sind ganz, ganz schwierig. Okay, die Großen werde ich jetzt natürlich nicht angreifen. Nur noch groß. Aber da hatte ich mich eben wirklich sicher gefühlt, weil ich gedacht habe, Mensch, der hat den gleichen Stert wie wir, das ist ja ein Artgenosse.
So kann man sich irren. So kann man sich irren. Aber das war auch ein Biss und ich war weg. Also ich konnte mir noch nicht mal wehren. So eine bodenlose Gemeinheit. Aber hier ist es eigentlich auch schön, ne? So mit diesem hohen Gras. Man sieht nicht viel. Dafür werden wir aber auch nicht gesehen. Kann man zumindest von ausgehen. Ach so, was ich noch recht interessant finde, für dieses Spiel soll es auch eine VR-Version später geben. Das stelle ich mir natürlich, gerade wenn es denn auch mit T-Rex und so ist, stelle ich mir das auch ziemlich cool vor. So, hier, ich sehe hier gerade ein bisschen zu wenig. Ich versuche jetzt gerade mal irgendwo hinzukommen, wo ich ein bisschen mehr sehen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich sonst vielleicht irgendwas beim Angriff falsch mache, aber Moment, kann ich ja nochmal gucken. Tastenbelegung einmal gucken. So. Ach, Attack is right Mouse Button. Ich habe das die ganze Zeit, weil wir hier so dieses, ne, so dieses Kap-Kap hatten. Und so mache ich gerade nämlich mit rechter Maustaste gar nichts. Ist ja kein Wunder, dass wir noch niemandem was getan haben. Aber wieso hat uns denn der Große ganz am Anfang denn angegriffen? Da habe ich ja auch nicht mit rechter Maustaste, sondern mit linker. Das ist alles gerade sehr fragwürdig. Sehr fragwürdig. Okay, es war kein Artgenosse, denn das hier ist jemand anderes. Und jetzt habe ich hier nämlich gerade die Richtung verloren. Da ist er. Hä? Ich bin gegen ihn gelaufen und bin tot? Im Endeffekt ist es kein Artgenosse, wie wir jetzt besser sehen können. Ich hatte überhaupt keine Gelegenheit, den zu attackieren. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch schon irgendwie ein ausgewachsenes Vieh, ne? So. Nun muss das aber besser laufen. Einen Versuch starten wir jetzt noch. Also ich bin eben hingelaufen und hatte denn schon kurz vorher die rechte Maustaste gedrückt, aber ja, wir sind angekommen und waren tot. Also ich glaube, der hat uns tot gestarrt. Nee, mit rechter Maustaste tut sich hier überhaupt nichts. Moment, wo sind die anderen? Da. Beobachte jetzt gerade einfach mal, was die tun. Sie laufen im Kreis. Ihr seid auch nicht die hellsten, oder? Ich häng hier fest.
Haben wir den verletzt? Oder sieht das gerade nur so aus? Ja! Und nun haben wir ihn gefressen. Okay. So läuft das also. Aha. Okay, der Start ist also gar nicht so schwer. Hoppala. So, es ist also auch doch die linke Maustaste. Nein, jetzt verliere ich ihn gleich, weil ich hier schon wieder die... Orientierung verliere. Lebt er immer noch? Ja. Ich hänge hier im Gestrüpp fest. Achso, jetzt läuft er da hinten rum. Muhahaha. Unsere Beute! Yeah! Yeah! Und nochmal von vorne. Yeah! Ich weiß nicht, ob wir uns überfressen können. Keine Ahnung. Aber es scheint uns gerade ja zumindest denn einigermaßen gut zu gehen, ne? So, jetzt haben wir aber bald ein bisschen Durst. Ich wollte jetzt gerade übermütig sein und versuchen, ihm auf den Rücken zu springen. Gar nicht unbedingt zuhacken, einfach nur gucken, ob es funktioniert. Aber das traue ich mich jetzt gerade nicht. Jetzt läuft es gerade. Ich bräuchte jetzt nur hier irgendwo ein bisschen Wasser, in der Hoffnung, dass da auch noch ein paar unserer Artgenossen rumschawenzeln, die jung genug sind, dass wir sie erledigen können. Hier aber leider nicht. So, erstmal was trinken. So, war ganz schön salzig, das Fleisch. Aber wir sind satt. Uns geht es gerade richtig gut. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir denn noch mehr Nachschub herbekommen. Ah, Moment, Nasio. So, und ich möchte mal... Nee, das schreitet da nicht sonderlich schnell voran. So, wir hätten die beiden vielleicht nicht so schnell hintereinander vertilgen sollen, sondern hätten uns vielleicht einfach ein bisschen an den anderen halten und den dann später essen sollen, wenn wir Hunger haben. Wäre schlauer gewesen, aber... Okay, ist ja auch egal, weil wie gesagt, ist ja angezockt, ne? Da können wir jetzt nicht die ganze Zeit im Kreis laufen, nur damit wir einem hinterherlaufen. Okay, wir hätten uns auch in die Mitte stellen und einfach warten können, aber das wäre vielleicht ein kleines bisschen langweilig gewesen. So, und wer weiß, vielleicht finden wir hier ja noch was. Irgendwie besonders Tolles. Das war, glaube ich, schon wieder so ein fieser Vogel, oder? Oder war es nur ein Schatten?
Es laggt auch schon wieder ein bisschen, also... Muss ein bisschen vorsichtig sein. So. Ich hätte jetzt doch gerne nochmal einen großen. Also egal, ob so ein Patchy, wie wir gerade gesehen haben, oder ein Trike. Und ja, ich bin einfach noch bei Ark, was das angeht. Die Gewohnheit. Aber die meisten von euch wissen denn sowieso, was ich meine. Und einfach mal versuchen, ob wir den auf den Rücken springen können. Da haben wir doch einen. Ohne, dass sie uns gleich irgendwie kaputt machen. Oh. Da sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Voilà. Oh. Wir sind ihm von unten gegen den Bauch gesprungen. Zum Glück ist er ein Pflanzenfresser und dementsprechend eigentlich ja ganz nett. Jetzt ist er weg. Hallo? Wir sind ein Baby, du kannst uns doch nicht alleine lassen. Hey, der ist plötzlich verschwunden. Da unten ist er. Okay, ich möchte so langsam zum Ende kommen. Ich will jetzt noch mal was versuchen. Denn da steht ja, beiß in den Hals, um schneller zu töten. Oh, wir haben schon ordentlich Schaden genommen. Wahrscheinlich, weil er uns ständig übertrampelt hat. Da ich sowieso zum Ende kommen will. Gut. Der ditcht nur einmal. Immerhin haben wir diesmal was zu futtern gehabt. Das ist ja auch schon mal etwas, oder etwa nicht. Ich finde, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, viel mehr kann man hier jetzt zu diesem Zeitpunkt aber nicht zeigen. Finde ich trotzdem sehr schöner Ansatz, gerade mit dem, was noch geplant ist. Nun wissen wir ja alle und haben ja alle schon mal mitgemacht, was geplant ist, muss nicht immer gleich bedeutend sein mit was kommt. Aber an sich, ich gehe mal in einen freundlicheren Bildschirm. An sich finde ich, wenn das denn wirklich so weitergeht, wie es geplant ist, dann könnte das ein echt interessantes Spiel werden. Also zumindest für mich, so für zwischendurch, gar nicht jetzt unbedingt was super gehyptes, klar, aber sowas für zwischendurch und gerade im Multiplayer nachher könnte ich mir das ziemlich lustig eigentlich vorstellen. Also doch, muss ich sagen. Ich werde bei der weiteren Entwicklung auf jeden Fall immer mal wieder reinschauen und wenn es sich denn lohnt, auch hin und wieder mal wieder so ein kleines angezockt aufnehmen. Ich denke mal spätestens, wenn ein weiterer Dino freigeschaltet ist. Wenn man den nächsten Dino denn mal nehmen kann, vorzugsweise natürlich dann zur Abwechslung Pflanzenfresser, damit man den dann einfach mal sieht, wäre das natürlich ganz cool, aber hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und ja, bis zu irgendwelchen Updates sehen wir uns denn und ja, bis dann verabschiede ich mich, lasst es euch gut gehen und tschüss!